Meine Damen und Herren, aus Düsseldorf, direkt durchs Hallendach, ne Bundeswehrsoldat, Peter Fassbender. Das fing ja alles damit an, dass ich am Kasernenhof des Schlabbersacks Emil getroffen habe. Ich sagte, mein Gott, was bist du dick geworden? Ich sagte, was schaufelst du denn alles in dich rein? Ich sagte, das hat mit Essen ja nichts zu tun. Ich sagte, wieso das denn nicht? Ich sagte, er kommt vom Duschen. Ich sagte, vom Duschen. Ich sagte, pass mal auf. Wenn du dich duschst, dann wäschst du dir auch die Haare. Ich sagte, ja. Ich sagte, dann reibst du die Haare mit Shampoo ein. Und dann läuft der Shampoo über das Gesicht am ganzen Körper runter. Ich sagte, was hat er denn mit Dicksein zu tun? So steht er auf der Flasche. Für mehr Volumen und Fülle. Seht ihr, womit wäschst du dir jetzt die Haare? So mit Geschirrspüler. Er entfernt auch hartnäckiges Fett. Da seht ihr, Emil, aber gut, dass ich dich gerade treffe. Weißt du, dass man in der Kaserne munkelt, du hättest deine neue Frau nur des Geldes wegen geheiratet? Ich sag, die sind vielleicht bekloppt. Auch wegen der 2 Häuser, 3 Autos und ein Boot. So, ich wollte dich aber auch was fragen. So, ist dein Sohn eigentlich immer noch arbeitslos? Ja, seht ihr, leider. Seht ihr, aber der meditiert jetzt. So, der meditiert? So, hätte wahrscheinlich recht, ist immer noch besser, als zu Hause rumzusitzen und ja nichts zu tun. Da hast du denn noch deinen Hund? Ich sag, der ist im Moment nur am Spinnen. Der ist in der letzten Zeit immer die Leute am Fahrrad hinterher gejagt. Ich sag, was hast du gemacht? Ich sag, ich hab dem das Rad weggenommen. Kurze Zeit später haben die mich und meine Kumpel dann an die Fallschirmspringers versetzt. Ich glaube, jetzt wollen sie uns loswerden. Denn mein Kumpel und ich, wir kriegen immer nur die ältesten Fallschirme. Dafür haben aber nach jedem Sprung immer die jüngsten Krankenschwestern. Für meinen ersten Sprung, wir sitzen im Flugzeug, alle waren so schon abgesprungen. Sag ich zu der Feldwebel, und jetzt spring ich. Sind um Gottes Willen, sah mir ja keinen Schirm bei. So regnet das denn? Ein paar Tage später hatten wir großes Schauspringen. Unten Tausende von Zuschauern. Wir sitzen im Flugzeug. Sag ich zu meinem Kumpel, weißt du was? Sagt er, nee. Sag, heute werden wir 2 berühmt.
Sagt er, wie willst du das denn machen? Ich sag, pass mal auf. Sagt, die anderen, die springen da aus dem Flugzeug und ziehen sofort an der Reißleine. Sagt er, ja. Ich sag, wir nicht. Ich sag, wir fliehen an denen vorbei, jagen auf die Zuschauer zu und erst kurz über den Kopf von denen Zuschauer ziehen wir an der Reißleine. Der war begeistert. Sagt getan, die sind auf 3000 Meter. Die springen alle aus dem Flugzeug und ziehen an der Reißleine. Wir hinterher und an denen vorbei. Wir fliehen so vor uns hin. Und fliehen so vor uns hin. Immer sage ich zu meinem Kumpel, guck mal, ist das nicht schön? Die Menschen da unten sehen aus wie Ameisen. Sagte, zieh, das sind Ameisen. Haben wir aber nicht mehr geschafft. Ich bin durch das Dach und zwei Decken und hing auf einmal im Operationssaal vor dem Oberstabsarzt. Sagt er, wie kommen Sie denn hier rein? Ich sagte, durch das Dach und zwei Decken. Sagt er, um Gottes Willen, ist denn wenigstens Nasians hier belieben? Ich sagte, ja, die zwei Löcher waren vorher schon drin. Dann hatte ich mir dabei aber das Bein dreimal gebrochen. Muss ich da im Krankenhaus bleiben. Nach 4 Wochen kommt der Stabsarzt an. Dann sagte, wie geht es Ihnen denn? Ich sag, wunderbar. Ich sag, ich kann besser laufen wie vor dem Beinbruch. Dann sagte, wenn das so bei Ihnen funktioniert, bräuchten Sie mal eine anständige Hirnerschütterung. Wie ich aus dem Krankenhaus rauskam, bin ich direkt nach Hause gefahren. Ich komme zu Hause rein, war meine Frau am Staubsaugen. Ich sag, Schatz, ich sag, wenn der Teppich noch so aussieht, dann brauchst du den doch nicht so oft zu saugen. Setze blöd, Mann, wir haben Laminatboden. Der Freitag drauf, sag ich zu meiner Frau, ich sag mal, Schatz, sollen wir zwei uns mal wieder so richtig schönes Wochenende machen? Sagt sie, da bin ich ganz begeistert, da freue ich mich aber drauf. Ich sag, alles klar, dann tschüss, bis Montag. Nächsten Tag, ich komme in die Kaserne, kommt der Feldwebel an und fragt mich, ob ich am nächsten Tag mit denen angeln gehe. Ich sage zu dem, hör mal, Feldwebel, das kann ich im Moment nicht machen. Meine Frau, die ist so stinkig auf mich, wenn ich jetzt noch mit Angeln komme, das geht nicht. Am nächsten Morgen, die Jungs kommen zum Angeln, saß ich schon da. Sagt der Feldwebel, was hast du denn jetzt immer? Ich sag, pass mal auf. Ich sag, ich komme gestern Abend nach Haus, steht meine Frau im durchsichtigen Negligé da und sagt zu mir, werf mich auf das Bett, fessele mich und dann kannst du machen, was du willst. Seitdem sitze ich hier und angel. Anderthalb Wochen später, ich treffe wieder meine Kumpel
Ich saß mitgekriegt, weil letzte Woche Donnerstag passiert ist. Ich sagte, was denn? Ich sagte, der Willi ist mit meiner Frau durchgebrannt. Ich sagte, der Willi, mein bester Freund. Ich sagte, seit wann ist denn der Willi dein bester Freund? So, seitdem der mit meiner Frau durchgebrannt ist. Drei Wochen später sollten wir wieder Fallschirm abspringen. Wir sitzen im Flugzeug, wollen die uns in die Wüste rauslassen. Wir springen aus dem Flugzeug raus, fliegen wieder so vor uns hin. Wir hatten noch so 100 Meter bis zur Erde. Kommt uns einer entgegengeflogen. So, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir mal sagen, ob da unten die Wüste ist? So, das weiß ich nicht, ich komme gerade aus dem Munitionslager. Wir sind in der Wüste gelandet, sagt mein Kumpel. Nach Vorschrift müssen wir jetzt zusammenbleiben und in diese Richtung gehen. So, du mal mit deinen Vorschriften. So, wir talpen so durch die Wüste. Auf einmal tauchte da ein riesengroßer Löwe auf. So, mein Freund, laut Vorschrift müssen wir uns jetzt trennen. So, wieso? Ich muss gucken, wo der herkommt, und du guckst, wo der hingeht. Wie auch das Los des Lebens sei, dank denen, die euch heiter machen. Nichts ist gesünder, never by, als ab und zu sich krank zu lachen. Allah! Peter Fassbender, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank, Peter. Herrliche Bilder. Ich fand das sehr witzig. Das hat mir Spaß gemacht, Herr Fassbender. Ich fand's toll.